figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they find me, yeah. Hey, ich frag mich schon die ganze Zeit, wo das Loch in deiner Brust herkommt. Als Kommandodroide kommt man gelegentlich in gefährliche Situationen. Tja, aber du bist immer noch hier. Das ist gut. Ja. Wir fliegen jetzt in den Raumbereich von Akiva. Also los, meine Freunde, auf nach Akiva wieder und wir gehen jetzt zu Miras Raumhafen, ne? Und damit ein herzliches Willkommen zu Star Wars Outlaws. Also ich weiß nix. Alter, was ist das denn bitte? Also, die Steuerung ist echt zum Kotzen. Dann lass mich doch aufsteigen, du Scheißträne. Meine Fresse. Hä? Ah. Oh. So. Dann kann ich direkt dorthin. Jetzt brauchen wir nur noch den besten Hacker der Galaxis. Es gibt diverse Kandidaten. Starte Projekt Totschlag. Ja. Ist 3, 9, 4. Multiples Systemversagen. Ich würde sagen, er brauchte einen Mischregulator, aber er ist ein Museumsstück. Okay, was ist passiert? Ich sehe nichts mehr. Ich sag's nicht gern, aber ist er nicht programmiert, dich wegzupusten, wenn wir von Jaylens Plan abweichen? Das ist deine Chance. Nein. Noch eine Idee? Okay. Es gibt eine alte Fabrik aus den Klonkriegen. Wir müssen mit Tamen reden. Jetzt, Kay. Langsam bekommt der Legion-Vibes. Der gute D5. Ionenmodulkonfiguration mit einem Ionenstoß auf Kurzdistanz ist stark gegen Schild und Droiden. Aha. Wie läuft's bei dir an? Was ist das? Oh, ich frag nur, wie es dir geht. Tagua. Tut, wenn der Tinka Abada Mapirip. Hieß die Tventa Katis Puno. Ihr habt viel zusammen durchgemacht, okay. Ha? Okay. Ah, Tagua. Obernuma Kava. Chadra Fins Venta Topaluf. Ja? Nu. Pirepandoka Jama. Po, his Luv Dopice Javo. Anjaandopa. Wow, das ist tatsächlich ziemlich süß. Tagua, hier ist von der Wiha Fujama. Das grandio wilde Uda.
Yes. Gedick, bitte sag mir, dass die Fabrik in der Nähe ist. Das würde ich gern. Aber nur Tamin weiß, wo sie ist. Das ist Zeitverschwendung, Kay. Wenn meine Systeme versagen, dann versorg dich Jaylen mit angemessenem Ersatz. Bitte, spar dir deine Energie, ja? Das finde ich aber unlogisch. Warum greift er uns jetzt nicht an? Klar ist für uns Quality of Life mäßig geiler, weil wir direkt straight up der Mission folgen können. Aber macht halt also, storytechnisch keinen was Sinn. Was machen wir, wenn Tamin ihm nicht helfen kann? Nicht viel, Kay. ND5 ist ein alter Druide. Er braucht einen Mischregulator von einem Original BX-Energiekern. Bitte sprecht einfach weiter so, als wäre ich nicht hier. Äußerst erhellend. Digga, du kannst ja froh sein, dass wir uns um dich sorgen, Bro. Da wären wir. Hör zu, Kleiner. Sag mir einfach, wo ich Kay Vess finden kann. Wie wär's, wenn du einfach einen Abgang machst? Kay! Das ist mal ein leichtes Todesmahl. Aha. Kennst du meinen Kampfdruiden schon? Als hätte Serik Besch Angst vor dieser Rostbeule. Hey, NT, du hättest mich fast getroffen. BX meldet sich zum Dienst. Ein funktionierender BX? Die habe ich bisher nur in Einzelteilen gesehen. Er wird nicht mehr lange funktionieren. Sein Energiekern versagt. Und du sollst wissen, wo wir einen neuen herkriegen. Eigentlich hatte ich vor, das geheim zu halten. Aber gut, dann kommt mit. Ich zeig's euch. Die Katakomben führen zur Fabrik. Unfassbar, was für Zeug man da unten finden kann. Ich frage mich, wessen Idee es war, Myrrha auf einem Friedhof zu bauen. Das ist ein effizientes Design. Ich mag dich nicht, wenn du defekt bist. Also, der Weg in die Fabrik beginnt in deinem Keller. Warum glaubst du, habe ich das Haus gekauft? Also, die Monsunsaison beginnt bald. Mein üblicher Weg ist überflutet. Aber ihr kriegt das schon hin, richtig? Tja, müssen wir wohl. Danke, Tamin. Ja, yeah, noch ein bisschen Katakomben-Action. Also, was meinst du, ist hier unten begraben? Sag bloß, du hast Angst im Dunkeln. Was? Ich hab keine Angst. Es ist nur, in Kantobald gab es immer Millionen von Lichtern. Mhm. Bleib bei mir, ja? Mhm. Hey, ich sehe eine Energieleitung. Die sollte den Weg zur Fabrik weisen. Gut, ich vertraue dir. Okay. Alter. Nicht gut. Warum nicht gut? Soll ich denn jetzt da hochkommen? Das wurde von Separatisten errichtet. Die Fabrik kann nicht weit sein. Hat uns jetzt schon so lange begleitet.
Der muss überleben, D5. Ansonsten kriege ich durchaus meine... meine Anfälle. So. Benötigt Fusionsschneider. Den habe ich bis dato nicht. Na komm, Nix. Lassen wir die Leiter runter. Kriegen wir den so erst geht's. Ganz am Ende. Gut gemacht, Kay. Wir kommen rauf. Bewege dich. Stück Scheiße. Ach, Sackgasse. Nicht für uns. Ich gehe nie ohne meinen Fusionsschneider aus dem Haus. Ah. Hier drüben. Schon fast einen Elektrostock herstellen. Wer macht das genau? Fähigkeiten. Bist du das? Noch ein Ladungsgeber. Dann können wir es einstellen. Hey, halt das mal offen. Nix. Halt das mal für mich, ja? Okay, das hätten wir. Der Turbolift stammt noch aus den Klonkriegen. Kannst du ihn wieder aktivieren? Von mir aus auch einfach hier den Schneider benutzen. Gedeg, bist du sicher, dass die Liftkonsole noch funktioniert? Ah, nein, sieh dir das an. Ein Kurzschluss. Dann musst du bloß eine andere Energiequelle für den Turbolift finden. Unten müsste es eine Hilfskonsole geben. Na dann, mach mal. Oi. Alter, dein Ernst? Digga, ich hab Anlauf geholt. Geht doch. Hier weiter runter. Gut, sehen wir mal nach. Da wären wir. Obwohl Left Hacken, das wieder Story relevant ist, haben wir wieder easy Spiel.
war jetzt mehr Glück. Alles gut. Ich aktiviere jetzt die Hilfskonsole, Gedeck. Okay, ich bin gleich unten. Ich repariere nur schnell noch ein paar rostige Konverter. Wie wär's, wenn du dich etwas beeilst? Ich glaube, ich bin hier nicht allein. Sind sie tot? Einheit B1275 kommen. Einheit B1699 kommen. Einheit B1888 Diagnose und Schadensbericht. Ach, die sind hinüber, Indy. Wir müssen weiter. Ja, das ist mir klar. Ich schalte mal das Tor an. Annäherungsalarm. Hinterkommen. Was ist los, Indy? Hinterhalt, unsere Position ist umstellt. Klonkommandos. Hört auf zu schießen, hier ist niemand. Ich hab's. Alles klar. Er ist in Transportstasis. Okay, aber das Kontrollpult ist durch. Ich suche uns einen anderen Weg durch die Tür. Hier, nimm einen Fusionsschneider. Hast du schon mal mit sowas gearbeitet? Nö. Ich hab genug von denen im Südviertel gesehen. Wie du meinst. Mal sehen, was ich für ND5 tun kann. Ich muss zuerst mal wissen, wo ich hier lang muss. Wie sie schon sauber angekennzeichnet sind. Wie geil, ey. Nicht. Als ob, ey. Oder ist es da, wo man es verschweißt hat? Da macht ja keinen Sinn. Die wollen es einfach vertuschen, dass man das so sehen kann. Kannst du das für mich öffnen, Nix? Hä? Du weißt, was zu tun ist. Na schön. Hey, ich beende die Stasis von ND5. Woher wissen wir, dass er uns nicht erschießt, wenn du ihn anschaltest? Ich kann ihn auf keinen Fall schleppen. Und du? Na gut, weg hinauf. Kay, was ist passiert?
Wie lange war ich deaktiviert? Mach dir keine Sorgen. Bleib einfach bei Gedeck, okay? Aha. Die Fabrik. Stellt euch die ganzen alten Teile vor. Die Hybrid-Druiden, die man basteln könnte. Ja, ich verstehe, warum Temmin die Klappe gehalten hat. Ich wurde an so einem Ort konstruiert. Genau deshalb sind wir hier. Wartet hier. Ich kümmere mich um die Tür. Die Frage ist eher, wie kümmern wir uns um die Tür? Wir haben noch 10 Minuten maximal. Oh wow. Hey, halt das mal offen. Kannst du das für mich offen halten? Halt das mal für mich, ja? Geht doch. Voilà. Hier runter. Hier kann man was. Was haben wir denn hier? Hacken. Hier können wir das machen. Dann können wir das. Öffnen. Klasse, Kay. Das Tor öffnet sich. Wir sehen uns drin. Oh, ernsthaft. Hey, Gedeck! Ich komm hier nicht raus. Kannst du mir helfen? Kein Problem. Warte kurz. Dankeschön. Gut, gehen wir. Das ist unglaublich. Siehst du das, Kay? Druiden. Hunderte Druiden sind hier unten. Ziemlich gruselig, aber es gibt nur einen Druiden, um den ich mir gerade Sorgen mache. Okay, ja, Konzentration. Gedeck! Er ist in seinem Schlaraffenland, ne? Wow, ist das riesig! Hey, der Turbolift hat keinen Saft. Ach, funktioniert hier drin überhaupt irgendwas? Okay, es ist wow. Zeit, Jaylen zu kontaktieren. Meine internen Systeme fahren herunter. Gedeck, kannst du was machen? Er braucht eine stabile Energiequelle. Such dir eine Konsole und schalte den Lift an. Okay, okay, schon dabei. Wenn ich weiß, wo ich hin muss. Nichts leichter als das. Ich brauche Strom für diese Konsole. Ein Generator läuft. Ich muss nur noch einen Weg durch diesen Montageraum finden und die anderen beiden starten. Aha. Thank you.
Und am Schluss greifen uns alle an. Sehe ich zumindest kommen. Digga, und jetzt? Ich finde schon alles, jedes scheiß Secret. Stabilisieren. Zumindest für eine Weile. Tu, was du kannst, okay? Noch ein Generator. Bin ich nicht vorhin an dem vorbeigelaufen? Gelaufen? Alter, ich bin tot. Genau jetzt, wo es mir nicht passieren durfte. Noch ein Generator. Das habe ich eben vorhin nicht gesehen. Jetzt warte ich. Ich traue den Miststücken nicht. Ich weiß schon, was sie von mir verlangen, aber ich komme da ja nicht hoch. Ich muss da jetzt zuerst mal da hoch. Alter! Nimm mich doch mit! So. Rechts lang. Nach oben und dann hier hacken. Bruder, Maschallah. Danke. Immerhin etwas. Das ist nicht gut. Ich glaube, uns ist jemand gefolgt. Ich kann uns beschützen. Oder mich mit deiner Fehlfunktion über den Haufen schießen. Nein. Bleibt ihr in Bewegung. Ich sehe mir das an. Aha.
Das ist nicht gut. Serik Bash muss uns gefolgt sein. Hey, wir haben in einem Gang Schutz gesucht. Gut, ich habe todesmal Probleme. Serik Bash hat uns gefunden. Um die kümmere ich mich zuerst, dann komme ich zu euch, ja? Seltsam. Hier scheint sich was zu bewegen. In die 5? Geht ich? Ach, sie sind weg. Hä? Ah. Los. Zwei sind nach vorne, Nummer 3 muss ganz in der Nähe sein. Keiner von denen darf hier hinten raus. Was geht da vor? Umso besser. Mutter der Mutter! Ja, ein bisschen Zeit sparen, ne? Auf hier durchschleichen. Die jagen uns so oder so. Voilà. Das kann doch nicht wahr sein. Und das hier ist eine Geheimbasis. Komm mir bloß nicht in die Quere. Ich wollte dich um Hilfe bitten, aber vielleicht brauchst du jetzt meine. Nein, ich schätze, ein Todesmal ist mehr als genug. Lasst sie gehen. Kay, das ist vielleicht die letzte BX-Fabrik im Outer Rim. EB-Eindringling entdeckt. Alarmiert General. Was braucht ihr? Die Hutten haben eins unserer Teams. Sie verkaufen es ans Imperium. Hilf du meinen Freunden und ich helf deinen. Wenn du mir krumm kommst, verkaufe ich dich ans Imperium. Gut.
kannst die Reparaturanlage benutzen und wir suchen das Teil. Ich muss ihn so schnell es geht an die Fabrikenergie anschließen. Hoffentlich funktioniert die noch. Denk dran, wir brauchen einen Mischregulator aus einem, das ist wichtig, BX-Energiekern. Komm schon, Großer. Wann verschwinden wir? Mein Trupp prüft unsere Informationen über den Aufenthaltsort der Hutten. Wir haben Vorräte. Bist du versorgt? Prüf mal deinen Blechkameraden. Schau, ob der was braucht. Er heißt ND5. Okay, Entschuldigung. Gib einen alten Versorgungsturbolift, den wir als Ausgang nutzen. Wenn du bereit bist, geh zur Oberfläche. Wenn das Imperium unsere Freunde in die Hände bekommt, willst du dich mal untersehen? Ja gut, Freunde, das war's für heute, meine Freunde. Im nächsten Part geht's dann hier weiter und schauen mal, ob wir ND5 und deren Truppe retten können. Ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Tüdelö.